Ja, liebe Gäste hier im Saal, ist es Ihnen aufgefallen, wie sauber das heute hier in unserer Stadthalle ist, in Donzdorf? Ja, der Bürgermeister Stölzle hat keine Mühen und Kosten gescheut, die teuerste Putzfrau aus der Landeshauptstadt Stuttgart direkt hierher nach Donzdorf zu holen. Unsere Elfriede Schäufele. Und jetzt aber nehmen Sie sich in Acht. Die braucht wahnsinnig viel Platz beim Putzen. Hier ist unsere Elfriede Schäufele. Was heißt da, ich brauche viel Platz? Ich bin bloß zierlich. Ich hab's geschafft, hinter sauber zu machen. Aber hier, da sitzt und liegt viel, so viel Krusch drum, bis das sauber ist. Das wäre für mich eine Dschungelprüfung. Ich kann da nicht. Sie putzen dann nachher. Wenn ich wiederkomme, ist das picobello sauber. Schäufele Elfried, mein Name. Raumpfleger der Verband Südwest e.V. Stuttgart Ost. Eine freundliche Leihgabe der Firma Gotthilf Fischer, Chöre und Zubehör. Ich bin Raumpflegerin für den Großraum Donzdorf. Letzte deutschsprachige Putzfrau vor der Autobahn. Jung gebliebene schwäbische Sakrotanfee. Und ich habe den Staubsaugerführerschein Klasse 3. Ja! Jawohl! Und ja! Und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ganz meinerseits. Jetzt haben wir beide gelogen. Ich hab da. Ja, es ist. Ja, es ist okay. Ich meine. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich Sie sehe, dann komme ich hormonell nur in eines. In Stimmung! Bei uns im Haus, da wohnen viele aus dem Ausland. Die sind aus Franken, Baden, Bayern oder so. Ich bin tolerant, doch was ich jetzt herausfand, die hat beim Putzen weder Ahnung noch Niveau. Ihr Wissen um die Reinheit ist beschränkt. Als Schwäbin weiß ich, wo der Hammer hängt. Von morgens bis spät in die Nacht. Ein Hoch. Nachlassen. Entschuldigung, ich habe heute im Tee. Ja, das sind wir ja dann Leidensgenosse. Bei mir ist es ja so, also wenn ich heute im Tee habe, da kann alles passieren. Dann stelle ich mich manchmal unter die Dusche und nehme den Duschkopf in den Arm und sage, bitte hör auf zu weinen, bitte hör auf zu weinen. Es kann alles sein. Weil es ist ja so, es gibt so Momente, da muss man sich sein Schicksal schön saufen. Jawohl. Und mir geht es halt auch, wenn man es mir nicht ansieht, mir geht es nicht gut. Nein! Ich esse den ganzen Tag schon Pizza Quattro Depressioni. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann mein Problem in einem Wort zusammenfassen. Männer! Männer sind wie Servietten. Erst hast du sie auf dem Schoß, dann hast du sie am Hals. Ich weiß, wovon ich spreche. Jawohl! Ich weiß.
Ich weiß, wovon ich schwätze. Ich war jahrelang ein hormonelles Notstandsgebiet. Ich war erotisch sowas von dem Unterzucker. Und dann habe ich gedacht, Elfried, du musst was dagegen machen. Dann habe ich eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Einer hat sich gemeldet, dann habe ich gedacht, Dursle, du bist es, du bist dran. Und er war dann auch hormonell an mir interessiert, der wollte mich gefügig machen. Und wie geht es bei der Schwäbin? Man lädt sie zum Essen ein, bis die Kreditkarte glüht. Und wenn ich zum Essen eingeladen bin und es kostet mich nichts, da bin ich wie Salzsäure, da fress ich mich durch. Und jawohl. Und wenn ich sag, oh, und Sie glauben gar nicht, was alles in mich reinpasst, wenn es ein anderer zahlt. Und dann habe ich gedacht, jetzt musste ich bei dem ein bisschen ein lieb Kind machen. Dann habe ich gedacht, bringst du ein Antrittsgeschenkel mit. Jetzt habe ich mich informiert, was dem gefallen könnte. Dann habe ich gehört, er wünscht sich ein Streichinstrument. Habe ich mir Buttermesser besorgt. Und was? Ja, und was schenkt dieses Viech mir? Die neue CD von Helene Fischer. Ich hasse Helene Fischer! Ah, dieser singende Breitmaulfrosch, das ist ich. Anderthalb Jahre lang jeden Tag im Radio 25 Mal atemlos, atemlos. Ich hab mir gedacht, wenn sie es wenigstens mal wär. Und ich, jawohl. Und wenn's nicht grad atemlos war, kam alle 14 Minuten dasselbe Lied. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Ich hab gedacht, nimm ein Zäpfle und sei still. Helene Fischer. Helene Fischer, diese singende Sakrotanflasche. Die ist so perfekt. Die hat ihr Lebtag noch kein Pickelkett und keine Blähung, weil das schwitzt sie sich raus. Und schwitzen tut sie überhaupt nicht, diese russische Erntehelferin. Ich kann sie nicht ab. Oh, Entschuldigung. Ach, das hab ich jetzt nicht gewusst. Es tut mir leid. Ja. Nix mit Uiuiui, liebe Fernsehzuschauer. Die nächsten Sendungen verschieben sich um 25 Minuten. Und es liegt nicht an mir, ich bin unschuldig. Das gilt auf jedem Gebiet. Ich muss ja sagen, was Helene Fischer angeht, bin ich vielleicht nicht ganz objektiv. Ja, singer Käse. Bewege Käse. Ja, sie ist schon ein bisschen fett, aber daran kann sie arbeiten. Ich hab da... Ja, ist doch wahr. Wissen Sie, warum ich Helene Fischer nicht mag? Sie ist mit meinem Ex zusammen. Ja, der war für mich bestimmt. Den habe ich kennengelernt vor Jahren beim Frühjahrskonzert der deutschen Volksmusik. Da war der scharf auf mich, da war der spitz auf mich wie Nachbars Lumpi. Ich habe ihn kaum von meinem keuschen Leib fernhalten können. Ich musste immer sagen, so Schatz, willst du Liebe mir beweisen? Zeig mir erst dein Silbereisen. Und dann waren wir glücklich. Jawohl, ich hab's ihnen gesagt. Ja, das ist. Nochmal später, an mir liegt's nicht. Ich hab mir bei Florian Silbereisen so viel Mühe gegeben. Ich hab den sogar eingeladen zu so einem schwäbischen Siebe-Gänge-Menü. Ein Maultäschle, sechs Viertel. Und ich hab's ein bisschen übertrieben.
Ich lag morgens um 5:30 völlig psoffe im Türrahmen, hab bloß gesagt, so Florian, komm, trag mich heim. Hat er gesagt, Elfried, du bist mir zu schwer. Hab ich gesagt, dann lauf halt zweimal. Ich kann's nicht brauchen. Ist doch wahr. Du bist mir zu schwer, du bist mir zu schwer. Es ist doch... Nein, 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 ich bin nicht zu schwer, ich bin für mein Gewicht bloß zu klein. Jetzt esse ich und ich werde nicht größer. Ja. Man muss es philosophisch sehen. Das Universum dehnt sich aus, ich folge dem Trend. Ich hab, jawohl. Weil ich sehe es überhaupt nicht ein, dass wir Mädle uns für die Kerle hübsch und adrett machen. Weil die Kerle, die haben uns Mädle überhaupt nicht verdient. Jawohl. Der moderne Mann, der hat das Flirten verlernt. Früher, in meiner Jugend, da hat man Romantik noch groß geschrieben. Ist ja auch ein Hauptwort. Ich hab dann... Der heutige Mann, der hat davon überhaupt keine Ahnung. Früher, da hast du als Mädel das Taschentüchle fallen lassen. Da wusste der Kavalier, hohoho, die Alte ist betriebsbereit. Das geht heute gar nicht mehr. Ist doch wahr. Das ist heute nicht mehr möglich. Lassen Sie halt mal das Taschentüchle fallen. Gleich kommt einer und sagt, heb das auf, sonst kostet es 20 Euro. Flirten können Sie auch nicht. Anstatt, dass Sie sich uns geschmeidig machen, da häkelt Sie so einen Anmachsprüchekatalog so durch, so dieses, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Oder bei deiner Geburt muss es geregnet haben, denn der Himmel hat sicher geweint, als einen Engel wie dich verlor. Kürzlich hat mich so ein Viech angesprochen und hat gesagt, hey, kannst du schwimmen? Ich würde dich gerne mal ins Becken stoßen. Ich habe bis heute nicht begriffen, was der von mir wollte. Es ist nicht mehr normal. Es ist doch wirklich. Also. Es ist heutzutage doch kaum noch gescheites Material auf der Straße unterwegs, wo es sich lohnen wird, sich erotisch zu engagieren. Also kaum noch. Aber sie werden mir hormonell schon reinlaufen. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie Sie heißen, junger Gott? Klaus. 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 Bei uns ist der Name in Osteuropa ist ein Befehl. Klaus. Ich hab. Das muss man nicht verstanden. Ich kenne Claudia, die Claudia. Also so, das ist. Ich finde, Klaus ist ein wunderschöner deutscher Name. Ach, da sind Schulterpolster drin. Wir schaffen mit derselben Tricks. Ich finde das gut. Ich finde, Klaus ist ein wunderbarer deutscher Name. Nicht so wie diese moderne deutsche Name, die moderne deutsche Eltern ihren modernen deutschen Kindern geben. Irgendwelche Namen, über die man sich eher wundert. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Herr Kapellmeister, Klaus, das ist jetzt nur für dich. Ihr dürft euch in die Ekstase schunkeln. Herr Kapellmeister, ja! Es gibt auf dieser Welt so viele Namen, da fragt man sich, wie Eltern darauf kamen. Leon und Nele werden mal studieren, doch andere landen sicher bei Hartz IV. Jacqueline, 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 dein Name, der ist ein Ruin. Jacqueline, 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 da geht's dir so wie Severin. Kiki und Chantalle kommen meist aus Halle, polieren dir die Kralle im Nagelstudio. Jessica und Jenny arbeiten bei Penny mit Kimberly und Kenny. Oh no, 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 no. Oh
Bayern finden sich exotisch. Doch Cosima Anouk, das klingt idiotisch. Wer will schon Justin Kevin Kleinschmidt heißen? Oder Wilson Gonzales Ochsenknecht? Mir wird schlecht. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Dein Name, der ist dein Ruin. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Hast du deinen Eltern verziehen? Torben und Tabea, Lasse, Last und Lea. Regale bei Ikea, die heißen manchmal so. Tomte, Mika, Sören und all die anderen Gören. Ich kann es nicht mehr hören. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Nachher noch mit Klaus viel besser dran. Das war unsere Putzfrau Elfriede Schäufele, mehrfach ausgezeichnet mit der goldenen Kutterschaufel. Und sie kommt von der ältesten Karnevalsgesellschaft Württemberg, dem Möbelwagen aus Stuttgart, und ist besser bekannt unter dem Namen Fräulein Wami Wonder. Auf die Elfriede ein Dreifach, sondern das ist Wami Hello! Donsdorf! Schaufel, hello! Danke und Ausmarsch!